Oh, Berliner Mauer, geil. Kann ich die kaputt machen? Oder muss ich die aufessen? Ah ja, okay. Egal. Ja, da. Wie man es kennt, ne? Im Osten. Erstmal. Ah, sollte ich. Also, das heißt ja im Osten, ne? DDR früher. Man macht die Mauer kaputt und schon wird geballert. Was ist hier los? Oh, was? Warum ist. Was ist das? Kann ich den. Ja. Sehr schön. Und ich bin wieder größer geworden. Sehr gut. Und da sind irgendwie dann. Schüsse dahin gehen. Ich hab keine Ahnung, was das soll. Timo! Verdammt! Ist Timo. Ich weiß nicht, was dieser Schuss da ist. Ach, das ist irgendwie so einer von denen. Der da. Ach, das ist Kate. Ah, okay, alles klar. Da gibt's ihn. Das ist also die Caitlin-Ulti sozusagen. So. Irgendwie egal, ich mach hier Gebäude kaputt. Und Beute. Und so. Die Musik ist saugeil. Zack, drei Leute aufgefressen. So muss das. Dieses Spiel ist affengeil. Ich werde jetzt nochmal da oben hin. Oh, fuck. Ich wollte doch da eigentlich runterklettern. Naja, egal. So. So, wollte ich das machen. Genau. Nein, so nicht. Egal. Ich weiß nicht so recht, wofür dieser Countdown oben ist. Wahrscheinlich irgendeine Special-Geschichte, bis was rauskommt. Oder aber, bis dieses Spiel nicht mehr verfügbar ist. Ich weiß es nicht. Aber 21 Stunden, komm, hier. Mach mal lieber irgendwelche Gebäude kaputt. Und tanzen, yeah! Saugeil, dieses Spiel. Und weiter geht's nach Moskau, wenn ich mich nicht irre. Okay, perchance, das dürfte so zufällig oder so heißen in dem Fall. Ja, fand mein Besuch mit einer unglaublich großen Feier, oder traf mit einer unglaublich großen Feier zusammen. Knocking over wall, ja. Eine Mauer zum Einsturz zu bringen. Also Fall der Berliner Mauer eben, oder Fall der Mauer generell. My kind of party! Exakt genau meine Party. Aber ich glaube, sie erwarteten, dass ich aufhören würde. Tja, haben sie sich geschnitten, die Berliner, ne? Wusste ich's doch, Moskau. Was ist hier mit dieser. Ist denn was? Kann ich das irgendwie. Nein, kann ich nicht. Auto kaputt machen. Ah, das ist göttlich. Warum. Ach so, jetzt habe ich den Ding nicht verfügbar. Ah, alles klar. Kuckuck, sinscht. Und schon so eine Größe, sehr gut. Ey. Hab ich den jetzt. Warum hab ich den jetzt nicht aufgefressen? Egal. Tschüss, Caitlin. Tschüss, komischer Soldat. Tschüss, Timo. Ja. Tschüss, Conky. Gut, dann. Nein, fuck. Ich wollte doch da. Oh. Ach komm. Garen ist wie im echten Spiel auch recht nervig. Weil er sich halt einfach nur drehen muss. Komm, jetzt nochmal hier auf, um wieder ein bisschen HP zu bekommen. Tschüss, Gun. Oh, eine Pfeife, das muss natürlich auch mit. Ganz klare Kiste. Aber die werden besser, was ist. Ach, kann ich nach oben? Oder?
Ach so, ah, ich kann auch in verschiedene Richtungen irgendwie hauen, offenbar. Egal, machen wir hier Button Smashing. Und dich erstmal schnell auf. So. Und euch auch. Tschüss. Super, dieses Spiel. Und ich stehe eh auf so Retro-Kram. Ich habe mir jetzt im Übrigen auch, hier, wie heißt Star Tropics für den NES geholt. Oder das NES, je nachdem, wie man sieht. Ich habe es allerdings noch nicht gespielt. Müsste ich eigentlich auch mal machen. Vielleicht nehme ich es auch auf. Muss ich mal schauen, wie ich das hinkriege. So, 9 Städte schon durch und 167 Leute aufgefressen. Oh, Chili Local, entspannender Ort oder entspannter Ort. Must eat in my book, ein must eat, also kein must have in seinem Buch. Wie schön. Klassische Musik, Ballett, diese kleinen russischen, hier Puppensets, also diese, wie heißen, Matryoshka oder so. Diese Holzpuppen, die man ineinander stecken kann. All testaments to the plague that is huge. Ah, all testaments to the plague that is humanity. Also alle Zeugnisse davon, was für eine Plage die Menschheit ist. Say, my little gift is on the set. Okay, sagtlos oder so. Mein kleines Präsent ist auch Part einer, also Teil eines Sets, einer Sammlung. Also, egal, wir sind in Istanbul, ja genau, Istanbul. So heißt das. Ja, ah, doch, noch alles klar. So, hier, mache ich erstmal mal auf. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es sinnvoll ist, wenn man erstmal hier... Ja, okay, komm, zinsch dich das. Ah, direkt mal größer. Ah, kann ich den... Oh, ja, komm. Wow, Alter. Ich esse auch mal auf. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Caitlin. So. Tschüss, Caitlin. So, ich werde jetzt mal wieder ein paar Gebäude einstampfen, wenn ich hier die Leute aufgefressen habe. Was ballern die denn da alle so, Mensch? Sind wir in der Schießbude oder was? Ach, nicht? Na gut. So. Ich stampfe jetzt aber auch schnell in Grund und Boden. So, und dann sollte ich das hier auch noch hinkriegen. Ja. So. Tschüss. Hier wieder Button Smashing. Auffressen. So, und dann ist dieses Gebäude auch Geschichte, wie schön. Mal kurz Istanbul zerstört. Boah, warum auch nicht? Wir zerstören die ganze Welt. So, 10 Städte sind wir schon zerstört, genau. Haben wir schon zerstört. Und gehen jetzt nach, weiß ich jetzt nicht. Ist das Korea oder was? Könnte sein. What John be complete with? John ist irgendwie dann auch Reise oder was? Egal. Wahrscheinlich. Welche Reise? Ja, egal.
wäre vollständig ohne einen Besuch des großen Basars. Gefüllt, ja, ja gut. Ja, doch, im Prinzip schon gefüllt. Mit verzierten Teppichen und unschuldigen, ja, oder unverdächtigen, ja, doch unschuldigen, irgendwie so, Touristen. ja, also gefüllt mit verzierten Teppichen und unschuldigen Touristen war dies mein... waren dies die deliziösesten, also die geschmackvollsten, gutschmeckendsten, wohlschmeckendsten, wohlschmeckendsten, ja, so wollen wir das nennen, Max, Wraps, die ich je gegessen habe. Das glaube ich dir. So. Ach, Singapur, ah, alles klar. So. Hier, aufgefressen. Das Ding da drüben nochmal, weil jetzt auch hier. Jawohl, sehr schön. Ja, ist gut. Oh, da habe ich ja sogar recht viel auf einmal zerstört hier gerade. Tschüss, Cinch. Tschüss. Okay, so. Tschüss. Hä? Warum konnte ich denn jetzt nicht so auffressen? Was soll das? Er steht direkt vor mir und ich kann ihn nicht auffressen? Wo sind wir denn hier? Ah, komm. Timo? Ich werde jetzt mal versuchen, noch die restlichen Champs aufzukriegen. So. Corki, und dann dürfte jetzt noch... ja, genau, der fehlt noch. Ja, jetzt dreht er sich wieder. Ja, ist gut. Genauso nervig wie im Spiel. Ach, und er hat selber die Dinge zerstört. Naja, auch gut. Die Musik ist saugeil. Weiter geht's. Und ich habe eine Nachricht bekommen bei Facebook. Das ist ja auch schön. Oh, ich... ja. Genieße. Ja, genau. Genieße einen Inselausflug, Retreat. Ja, nicht Ausflug, aber Rückzug sozusagen, Rückzugsort, irgendwie sowas. Es ist ein seltenes Vergnügen, wenn man, ja, wenn man kein Problem damit hat, sich die Füße nass zu machen. Tatsächlich sollte ich erwähnen, dass ein Trinket, was ist ein Trinket? Ja, irgendwas ist appreciably, also begrüßenswert, nass. Ja, irgendwas von ihm selber ist Trinket irgendwie, wahrscheinlich Höhle oder sowas, oder ja, zu Hause, irgendwie so, was dürfte das sein. Ist ebenso begrüßenswert nass. So, weiter geht's. Jetzt sind wir in Bangkok. Das ist ja schön. Irgendwie das da auch. Wusste ich gar nicht. Hm. Aber gut, warum nicht? Ne? Und ja, fast überall gespielt. Damit habe ich das Gefühl. Habe ich das so? So, du bist weg. Ja. Schön die Gebäude kaputt gemacht. Schön. Ey, wieso habe ich das Team nicht aufgefressen? Boah, leck mich doch am Arsch. Tschüss. Timo. Tschüss, Korb. So. Das war doch nicht schlecht. Tschüss, ihr Leutchen. Tschüss, ihr Leutchen. Oh, fuck. Tschüss, du, Leutch. Da rumhämmern ist einfach. Komm, ich will hier doch nur Leute aufessen. So. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Aber es wird schon schwieriger. Aber geht immer noch. Tschüss, Hubschrauber. Ich weiß nicht, ob man irgendwie nur für einen Highscore bekommen kann, aber ist auch egal. Und er tanzt zur Musik. Das ist genial. Und weiter geht's. One Island Bangkok and the World. Keine Ahnung. Ich kenne den Text leider nicht mehr. Okay, eine Nacht in Bangkok und die Welt oder zumindest Bangkok. Really is your oyster. Ist wirklich deine Oyster? Hä? Verstehe nicht. Ja, topped, also bedeckt oder so. Also, ja, halt obendrauf. Würziges oder scharfes Thai-Volk, also ja, Thai-Volk. Also, ja, Taiwanesen halt. Ich hatte nicht erwartet, dass dieser Ort so admirably to admire heißt doch irgendwie vergöttern oder so, bewundernswert, ja, irgendwie so in der Richtung. Also, dass dieser Ort so bewundernswert seiner, ja, seinem Ruf gerecht wird, so kann man es, glaube ich, ganz gut übersetzen.